Ja, willkommen zurück zu Loserberei Brosfi 2. Hier ist Gruffel und wir sind immer noch in Welt 8 beim Schloss. Ja, wir haben schon ein paar Mal gefehlt am Ende. Ja, tut mir leid, aber ist halt so, ne? Ich will euch ja nicht langweilen und nimm deswegen halt mal den Stern und das Ding, damit wir schneller dahin kommen, wo wir hin wollen. Leider reicht es nicht für Bowser, für den ersten. Aber über den fliegen wir sowieso schnell mal rüber. Wir haben ihn ja am Anfang des letzten Partes noch normal besiegt. Ich glaube noch nie auf die zweite Methode mit dem Abschießen, weil er immer zwischenzeitlich gesprungen ist, sodass ich schnell durchlaufen konnte, wollte. Ich das auch getan habe. Ja, hab ich. So ist das eben. Ja, und jetzt sind wir wieder hier und fliegen wieder bei dem Bowserchen. Bowser Junior. Zumindest. Das ist der normale Bowser. Bowser Junior ist der ganz kleine. Und dann gibt es noch den Riesen-Bowser, der gleich kommt. Ja, so ist das. Tschüss, Bowsi. Jo. Und jetzt kommt wieder Kameki. So. Ja, Kamek ist gut. Nun komm. Los, zisch ab, danke. Oh, jetzt nicht dahin schießen, sondern hier unten schießen, Bowser. Genau. Komm, Bowser. Komm, schießi. Danke. So, dann geht's. So, komm, Bowser. Jetzt ein paar Schüsse noch hier oben und dann ist gut. Ja, passt. Ey, passt nicht. Zu früh runter. Ja, mir egal, wenn ich jetzt getroffen werde, aber der hier zählt. So, jetzt darf ich ihn nochmal gesucht werden. Aber er hat schon alles freigeräumt hier oben. Das ist nett. Nett von dir, Bowser. So, wichtig wird es, dass du hier jetzt alles freiräumst. Komm, Bowser, schieß mal her. So. Oh, er lebt noch. So. Okay. Ab zum Flugpilz. Den wir jetzt einfach mal schnell holen. So. Komm. Flugpilz, danke. So ist es nämlich auch möglich, einfach den Flugpilz zu bekommen. Ja, das ist natürlich das Ding weg. Und das hier auch. Irgendwie. Schade. Ah. Hat mir da sogar was freigeschossen gehabt. Naja, da hätte ich ja sogar. Naja, egal jetzt. Ja. Doof. Jetzt winzig. Winzig ist nie gut. So, da ist die. Nein, das ist weg. Schade. Drunter. Ach, ja. Wie? Wo? Wann? Bitte. Das war doch einfach nur doof. Wie sollte ich denn da noch vorbeikommen, bitte? Er hat nicht mehr geschossen. Und der Fahrstuhl war im ersten Moment weg. Und wo er da war, war die Lava genau da. Es war also so mies getimt, dass ich nicht weiterkam. Unfair getimt. Einfach unfair getimt hier. Ja, nur lauf. Ich will hier nicht ewig sitzen, Luigi. Mann, Mann, Mann. Ja, es ist sehr wahrscheinlich, dass ich schon erst einen langweiligen Bowser-Kampf mit der Vorspielfunktion von meinem Videoprogramm überarbeite, um euch nicht zu langweilen. Weil prinzipiell durchlaufen, zurückspringen, überfliegen. Alles schon gesehen, nicht wahr? Ups. Ja. Kurz mal von der Wand abrutschen. Das haben wir aber auch schon mal gesehen. Ich denke, wir verknüpfen das mit dem letzten Part. Und wahrscheinlich nehme ich auch diesen Teil hier mit rein. Beim Vorspulen.
Von daher werdet ihr wahrscheinlich das, was ich jetzt gerade labere, niemals hören. Was nicht heißt, dass ich hier nicht rede. Nur, dummerweise halt für mich selber. Je nachdem, ob ich es drin lasse oder nicht. Und wenn ich es drin lasse, kommen bestimmt irgendwelche dämlichen Kommentare dazu. Was mich nicht stört. Aber ist egal. Komm, Pause. So, der war okay. Jetzt darfst du hier oben hinschießen, Bowser, das erlaube ich dir mal. Du beeil dich doch mal, Bowser. Ich hab hier nicht ewig Zeit. So, passt schon, Bowser, danke. Okay. Noch immer noch nicht. Okay, jetzt hat er mir den unteren Weg freigeräumt. Weil den finde ich nicht schön. Er hat mir auch den oberen frei gemacht. Das ist gut. Jetzt hat er mir den unten ganz frei gemacht. Toll. Außer, ich will hier raus. Danke, Bowser. Wir verstehen uns ja doch noch. So, jetzt öffnet er mir oben den Weg. Das ist gut. Der Typ fällt wahrscheinlich noch unten rein. So, Bowser, hier oben bitte. Hier oben. Ich bin hier oben. Ja, gut. Der war schön. Danke, Bowser. Okay. Auf geht's. So, beeilen wir uns mal wieder ein bisschen. Wenn das Beeilen was bringen würde, was? So, das hat man was gemacht gerade. Hoch! Ja! Durch! Ja, gepasst. Gut, wir sind groß. Wir haben noch unseren Propeller. Wir sind an einer bösartigen Stelle. Naja, okay. Aber wir sind noch immer da. Okay, gut. Wir haben diese Stelle jetzt auch gepackt. Fahrstuhl! Du auch! Ja! Gut, so, rauf, hier rauf, dahin. Nicht so weit rutschen, Luigi, danke. So, wir haben es gepackt. Ja, das ist doch viel besser gelaufen als im anderen Part. So, Bowser, stirb deinen endgültigen Tod. Jetzt müsste ich natürlich diesen Durchlauf wirklich komplett lassen. Bisschen schade, ne? Weil ich jetzt hier gerade am Anfang so viel Mist geredet habe. Egal, Prost, Bowser, auf deinen Tod. Ach ja. So, Luigi, du hast es gerettet. Der Tag ist gerettet. Jetzt stell mit der Prinzessin an, was du willst. Und bring sie nicht deinem blöden Bruder. Nicht schon wieder. Das hast du schon in Level 7 getan. Ja. Von daher. Peach ist unser. Komm her, Bitch. Yeah. Oh, Peach, was hast du denn da unten? Das ist ja so groß. Ich freue mich nur, dich zu sehen, Peach. Huhu. So. Ja. Was soll ich sagen? Das Jahr haben wir schon nach Welt 7 gesehen. Genau das gleiche. Nur kann ich nicht vorspulen gerade. Ja, dementsprechend. Wird Luigi schon wieder der Loser sein. Oh, ich werde es nachher vorspulen im Dings. Da werde ich es einfach vorspulen. Von daher kann ich jetzt Müll reden, so viel ich will. Ohne dass es irgendwer von euch sehen wird. Auch die Credits haben wir vorhin schon gesehen. Die haben wir schon im Part 7. Part 7. Haha, was für ein Fehl. Zum Glück hört das keiner. Schon in Welt 7 gesehen. Haha. Ja, und Luigi wurde wieder mal verarscht. Und die Tats, die halten wenigstens zu Luigi. Mario und die Schlampe sind halt abgehauen. Und Mario, du bist hässlich, wie immer. Trotzdem fliegst du mit ihm und nicht mit Luigi. Tja. Okay. So, dann blendet mal über zu Bowser. Ja.
Oh, okay. Das kommt wahrscheinlich jetzt hier nach. Ach, die Reihenfolge haben sie vorhin schon mal vertauscht. Egal. Ja. Fazit zu dem Spiel. Endfazit, sozusagen. Sehr gut. Nur die Fehler nerven halt. Das, also die Bugs, dass teilweise in den Leveln nicht die Fahrstühle da sind. Das Fehlerhafte, dass nicht überall Münzen versteckt wurden in den Leveln. Dass ich halt Welt 9 nicht ohne Schutz erreichen kann. Ja, was soll ich noch dazu sagen? Wir haben alles schon erzählt. Welt 7 im Abschlussplan. Ich kann ja nichts dafür, dass ihr zweimal die Credits durchlaufen und nicht so viel Zeit habt, alles zu erzählen. Wie gesagt, Welt 9 werde ich euch zeigen. Ich werde die Münzen holen, die ich auf normalem Weg holen kann. Und die restlichen werde ich hier leider freischieben müssen. Was mir selber nicht ganz gefällt, aber ich habe halt die englische Version nicht und kann sie halt nicht einfach da spielen. Ansonsten wäre es mir halt möglich. Und jeder, der das Gequatsche in dem anderen Part schon gehört hat, kann hier abschalten, weil hier passiert jetzt echt nichts mehr Neues. Ich kann leider nicht abschalten, dann muss mir das hier mal antun, ja. Und mir ist auch egal, wie viele Münzen ich hier sammle, ich springe einfach drauf und mach einfach. Ist mir doch egal, die Münzen hier zählen sowieso nicht. Es gibt, glaube ich, noch nicht mal einen internen Rekord oder so. Es wird also weder gespeichert noch sonst irgendwas. Also wozu? Außer, dass Luigi Münzen kacken kann. Ja. Ich glaube, im G ist aber. Nee, doch nicht. Ich dachte, das wäre ein bestimmter Buchstabe, wo immer die Münzen drin sind. Ist aber auch egal. Ach, fair. Egal. Masu, au. Ja, egal. Es hat ja keinen Sinn. Es macht doch keinen Sinn. Ja. Toll. Warum nicht gleich immer nur einen Punkt töten, Luigi? Und töten, zerstören einfach. Ach ja, es hat überhaupt keinen Sinn, das hier zu tun. Es ist eine nette Idee, aber es nervt, weil es zweimal in einem Spiel hat. Wofür halt nur Kasper was kann. Die Entwickler vom Originalspiel hatten es nur einmal drin. Das war schön. Aber Nintendo macht das. Aha, ja, schon wieder. Macht das ja auch. Zum Beispiel in Mario Kart. Da sehe ich ja auch ein dauerndes Ende, wenn ich das Spiel durch habe. Egal auf welchem Kurs. Tja, von daher nicht so tragisch, nicht wahr? Sie haben sich nur an dem Nintendo-Prinzip orientiert. Juhu. So, wie viel lang kommt das jetzt hier noch? Ich habe schon 200 Münzen. Das Fazit vom Spiel habe ich auch schon gemacht. Gut, wie gesagt, außer die Bugs. Achso, das Unausgeglichene natürlich. Das ist auch doof. Dass halt am Anfang schwierigere Level kamen als in Welt 7 zum Schluss. Welt 8 war dann wieder gut vom Schwierigkeitsgrad her. Schade, dass einige Level halt nicht ausgetauscht wurden. Das ist aber eben auch nicht mehr zu ändern jetzt. Prinzipiell ist jetzt das Let's Play auf dem regulären Weg abgeschlossen. Und es kommen noch Münzen dazu, die ich noch sammle. Die ich, wie gesagt, noch nicht weiß, ob ich sie alle auf Screen sammle. Und dann zeige ich euch halt Welt 9. Ja, was soll ich jetzt sagen? Viel mehr kann ich dazu nicht sagen, außer das Spiel ist jetzt hier zu Ende. Und draußen regnet es. Ja. Ich kipp den fetten Sack um und dann lass das Schloss auf ihn draufkippen. Ja, genau. Juhu, tschüss, Bowser. Zum zweiten Mal zerquetscht heute. Ja. Das wird natürlich ausgeblendet. Das ist also nicht nur in der deutschen Version so. Und ich bin schon wieder in der Welt 6 aufgetaucht. Total strange. Egal. Gut. Also. Von daher. Wir haben Bowser besiegt. Wir haben das reguläre Spiel abgeschlossen. Je nachdem, was ich tue, sehen wir uns entweder in Welt 9 wieder. Oder bei einem Zusammenschnitt der Münzen. Oder wie auch immer ich das sehen darf. Vor allem haben wir noch nicht alle Level gezeigt. Von daher, ein paar Level werde ich sowieso noch anspielen auf der Münzsuche. Ja,
Also, bis dahin sage ich mal einfach ciao und man sieht sich beim nächsten Mal, euer Krüppel.